Richtige Knarre wieder von dir, ne? Oh. Es trifft immer die Richtigen in Night City, ne? Also wenn ich unterwegs bin, trifft es nie die Falschen. Archiviertes Gespräch, Yotaro und Hiroto. Okay, hab was von den NCPD-Jungs erfahren. Wir wissen jetzt, wer gesungen hat. Even Flakes. Den kenne ich, Boss. Der ist der Idiot von Stand 13. Leider ist der Mann verschwunden. Dann hältst du ihm irgendwen auf den Hals. Check seine Wohnung, Familie. Komm schon, du weißt, wie das läuft. Er hat noch dieses Lagerhaus. Dann check das auch. Hier eine richtige Show ab. Die Leute sollen davon erfahren. Okay. Okay, okay, okay. Korrupt ohne Ende hier alle. Seltene Upgrade-Komponenten. Wir müssen auch mal gucken, ob wir irgendwas bauen können, ne? Das wäre schon smart. Oh ja. Chips. Nice. Archiviertes Gespräch. Even Flakes und Martha Flakes. Scheiße, scheiße, ich hab verkackt. Ich habe diesen Bullen vertraut. Anna Hamil hat mir Schutz versprochen, wenn ich übers Business in Kabukimak auspacke. Scheiße. Even, ich habe alles gesagt. Warum? Jetzt gibt das NPCD mir doch keinen Schutz und die Tigers sind wegen diesen verfickten NCPD hinter mir her. Die machen mich kalt, Martha. Sie wissen Bescheid. Ich bin so gut wie tot. Du naive Bleibirne, geh zum Hafen in Wells Springs. Du hilfst mir? Verschwende keine Zeit, du Idiot. Geh schon. Jetzt. Danke, danke, danke. Wenn ich auf einem Boot bin, könnten die in der Stadt lange nach mir suchen. Okay, also er ist geflohen. Das ist schon mal gut. Holy shit, war das gerade ein dicker Revolver? Also wir sind... Ist das die Lagerhalle? Ich frage für einen Freund. Ich hacke hier alles, was nicht bei 3 auf der Bäume ist, ne? Aber hier können wir nicht anfangen mit BD. Das heißt, wir müssen bei 1C anfangen. D. 55, 1C. Abgesahnt. Man kann so easy money machen, ne, mit diesen Quick Hacks. Man muss nicht nur mal Zeit nehmen und umgucken. Geht noch was? Wenn man wieder nicht rankommt. Seid wirklich easy going, ne? Ne? Mal. Ach, einschalten. Alleine wie viel Booster wir auch immer haben, ne? Also Heilung kriegst du hier auch genug, du musst halt nur in jede Ecke gucken. Seid halt einfach mal so. Das ist wie in Kingdom Come Deliverance, nur ein schlimmer. Mit dem Loot und so. Wir würden mal was essen. Wichtig, ne? Und schnell speichern ist auch wichtig. Jetzt die Frage, wo wir hin wollen. Auch immer komisch mit der Umgebungsverdeckung hier, ne? Keine Streifen. Hier zur Seite. Streifen. Bäm, 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 bäm. Da ist der fette Revolver. 97,2 Schaden pro Sekunde. Das ist insane, würde man heutzutage sagen. Überlege, ob ich die Shotgun austausche, ne? Doppelläufige gegen die. Wir machen das, glaube ich, mal. Wie viel hatte die? 108, die hatte 111.
Die hatte eine extrem lange Aufladezeit. Ich weiß, dass ich mit der nicht ganz glücklich war. 89. Kann ich die upgraden? Kann ich tatsächlich, ey. Hätte nur 6 Schuss, ne? Ein bisschen bitter. Was hier? Wie viel macht sie jetzt noch? 68? Wie viel macht die andere? Was ist er denn? Ah. 89. Nee, das kannst du nicht bringen, ey. Da sieht man mal, wie viel das ausmacht, ne? Das ist halt voll gepimpt, das Ding. Ach, da dreht schon wieder durch. Was haben wir denn hier? Oha. Sehen wir gleich gefährlicher aus, wa? ja nun. Ich finde dann so 200 Schuss, aber es ist halt echt wenig so. Nicht. Ja, die. Jetzt gucken. Oh, hab ich den nochmal. Sorry, Bro. Jetzt habe ich ihn wirklich getötet, glaube ich. Ups. Ich habe ja, glaube ich, einen Skill, dass ich die Leute nicht umbringe. Hat ja auch irgendwo einen Sinn. Da kann man sich nämlich nicht mit den ganzen Typen verkacken. Nicht wahr? Also mit den unterschiedlichen Gangs, weil die werden dann erst richtig stinkig, wenn ihr wenn die Leute umbringst. Jetzt ist die Frage, wohin? Wir werden mal Auto fahren, Leute. Wir werden mal Auto fahren. Ich bin hier noch nicht so wirklich Auto gefahren. Soll ja ein bisschen besser geworden sein mittlerweile mit dem mit der Fahrphysik, mit den Patches mittlerweile. Ich habe ja auch so zahlreiche Mods und so. Hat gerade einer geschossen, einfach so. Denke ich, Hardy Hupe. Kann ich hupen. Hoppala. Ich will mal wieder mein Auto in Ruhe lassen. Der hat einen Hammer. Jungs, wir müssen erstmal die Nachricht lesen. Hinter mir steht einer. Wir lesen jetzt mal kurz die Nachricht und. In Kabuki dreht sich alles um Gangstergeschäfte. Die Bullen sehen weg, wenn Saftsäcke wie Blake sich ihr nächstes Opfer schnappen. Es läuft immer nach derselben Methode ab. Akt 1, ein vielversprechender Deal. Akt 2, unbezahlbare Schulden. Dies Meister Trottel, der ihm auf den Leim gegangen ist, Roger Wang, Besitzer einer Ladenkette. Blake hat sich einen der Läden schon geholt, aber der Typ ist gierig. Wie gesagt, diese Art von Schulden kann keiner zurückzahlen. Also hat Wang sich besonnen und stattdessen uns sein Geld gegeben. Diese Pissnicke Croyle wird bald abtauchen, also musst du schnell handeln. Und noch was, Blake hat sich ein paar Animals zum Schutz geholt. Okay. Yeah. Fucking shit! Wir verlieren Animals! Warum habe ich die
Shotgun nicht vorher gespielt? Bleib liegen, Bro. Irgendwo haben wir noch einen. Archiviertes Gespräch Ben, Azari und Sasquatch. Wir sind bei Blake. Und? Was nervst du mich deshalb? Weil die hier tickt dich. Weil die hier eine Zutat für Juice haben. Was? Lidocain? Lidocain? Ihr verfickten Pisshörner. Könnten wir gebrauchen. Dann kauft es. Sollen wir erst Blake fragen? Ist der irgendwie seins? Frag deinen Pimmel, ob er Eier hat. Was für Gespräche hier? Der Fuck. Opa. Mich gerade an der Tonne. Ich habe mir eine Tonne angezündet, ne? Ich bin vor allen Dingen noch nicht mal in dem Kampfgebiet, ne? Black Royal und Tim Autry Gespräch. Und? Habt ihr Eddies Mann unterwegs? Hast du für den Anfang was Gutes für uns? Ein Verprügeln? Umlegen? Vorerst sollt ihr nur beobachten. Gefährlich aussehen und mich beschützen. Langweilig. Hin und wieder ein Knie brechen. Euch um die Frau, das Kind oder den Mann von irgendwen kümmern. Nichts Kompliziertes. Klingt schon besser. Hättest du auch gleich sein können. Also Blake ist der Typ, den wir jetzt quasi umlegen sollen. Dinger weg von meinem geklauten Auto. Bro. Ich habe das Gefühl, dass mein Auto ein bisschen was abbekommen hat. Henker? Schießt der gerade aus dem Auto da raus? Ihr habt ja Eier. Schon wieder Blendgranaten ausgerüstet. Das reicht jetzt. Die zweite nicht mehr hochgegangen? Doch. Cent gerumst. Schnell mal nebenbei ein bisschen hacken. Wir müssen Geld verdienen, Leute. 55, 55, 55. Okay. Man kann auch mit einem Hack alles absahen. Das ist der Crank. Muss auch erstmal drauf kommen, ne? Kann man so sagen. Die Shotgun ist ja insane gut. Seht ihr? Ich habe gar nicht geguckt. Wir haben ja Cyberware eingesammelt, ne? Ah, lala, ich weiß nur nicht. Ein Mod verfügbar. Den da. Erhöht die kritische Trefferchance um 5%. Was haben wir aktuell drin? Mods. Nehmen wir den. 5% mehr ist 5%. Für verfügbare Mods. Überhitzen, nicht tödlich. Lässt beim Ziel brennen aus, versucht einen hohen anhaltenden Schaden. Weniger effektiv gegen Drohnenmechs und Roboter. Überhaupt Ping. Zeigt Gegner und Geräte. Naja, das ist blöd. Waffenglitch. Blockiert die Waffen des Ziels und macht sie verriegelt und unbruchbar. Ein feindliches Teammitglied dabei. Ja. Heißt das, dass die dann für mich kämpfen? Also das würde ich jetzt so verstehen. Das ist nice. Das machen wir mal. Kurzschluss. Nicht tödlich für das Benzin mit einem Schaden. Sehr effektiv gegen Drohnen. Machen wir mal überhitzen. 21 Sekunden, 89 Schockschaden. Wie lange hält das an? 5 Sekunden, ja. Nicht so effektiv gegen Roboter, aber ganz ehrlich. Wait.
Haben wir halt nichts zum Auswählen. Ah, kann ich hier noch? Okay. Wir sind übrigens schon wieder fast vollgeballert mit Scheiß, ne? Wir müssen mal wieder was loswerden. Vielleicht auch die Waffen, die ich nicht tragen kann. Da müssen wir auch ein bisschen aussortieren. Wie bitte? Wir bleiben alle ruhig. Ich bin da, um euch zu helfen. Oder? Nachrichten, Schulden. Das ist ein Witz sein, ich habe keinen Andy von dir geliehen. Wir haben nur über einen Kredit geredet, sonst nichts. Ah ja, Roger Wang und Blake. Hm? Roger, Zeit ist Geld und meine ist nicht billig. Ich habe dir einen geschäftlichen Rat gegeben und der kostet was. Eins noch. Richte deiner Tochter schöne Grüße von mir aus, okay? Hab gehört, sie ist schwanger. Du freust dich bestimmt total darauf, Opa zu werden. Und sie hat so eine schöne Wohnung in Kabuki. Vor ihr liegt bestimmt eine strahlende Zukunft. Okay, ich habe verstanden. Nimm das Geld. Ich habe es dir eben überwiesen. Und wage es ja nicht, meiner Familie nochmal zu nahe zu kommen. Hey, ganz ruhig, Roger. Kein Grund, gleich in die Luft zu gehen. Damit hast du echt meine Gefühle verletzt, Mann. Und übrigens, was du geschickt hast, reicht nicht aus. Du Amateur hast die Zinsen vergessen. Ah, das macht nichts. Ich habe nämlich eine super einfache Idee, wie wir das klären. Gib mir einfach deinen kleinen Laden in Kabuki und wir sind quitt. Und achte ein bisschen auf deine Wortwahl, Kumpel. Ich habe dich im System freigeschaltet. Der gehört dir. Wow. Einfach die Bude überlassen. Was? Schmerzedite und die Sterblichkeitsrate. Einführung. Das Implantat, weiterhin bekannt als Schmerzeditor, ist Cyberware, die Schmerzen reduziert und sogar völlig eliminiert. In gewissen Kreisen von Night City erfreut es sich seit Jahren ungehemmter Beliebtheit, vor allem bei Söldnern. An dieser Testgruppe führte Zetatex-Tests mit folgenden Resultaten durch. Der Schmerzeditor ist ein neuraler Koprozessor, der die Signale der Nozizeptoren, ich habe Nazizeptoren gelesen, ne? Soweit ist schon, an den Parietallappen des Gehirns unterdrückt und beim Nutzer so Schmerzfreiheit evozuiert. Hinweis, einige Modelle reduzieren außerdem Müdigkeitssymptome. Das könnte ich gebrauchen. Die vorteilhaften Effekte des Schmerzeditors ähneln in gewisser Weise den Symptomen der Hyperästhesie, die zu besserer Widerstandsfähigkeit gegen körperliche Folter sowie die Fähigkeit führt, Wundschmerz zu ignorieren, um vorübergehend in der Lage zu sein, die Grenzen des Menschseins auszuweiten. Allerdings zeigen einige Studien, dass der Schmerzeditor eine Reihe von unerwünschter Nebenwirkungen hervorrufen kann. Zum Beispiel kann es vorkommen, dass Nutzer im Eifer des Gefechts nicht bemerken, wie schwer sie verwundet sind, sodass sie weitermachen, obwohl sie dringend medizinische Versorgung benötigen. Die Statistik bestätigt zudem die Theorie, dass die Verstärkung durch den Schmerzeditor dazu führt, dass Benutzer weiterkämpfen, obwohl sie die rationale Entscheidung, um den Tod zu entgehen, ein Rückzug wäre. Seit 2020 liegt die Sterblichkeitsrate bei Schmerzeditor-Besitzern bei über 60%. In diesem Bericht befasse ich mich mit der Frage, wie man Zetatech-Kunden besser von einem vermeidbaren Tod durch unsachgemäße Anwendung unseres Schmerzeditors schützen kann. Ganz ehrlich, das ist doch das Erste, woran man denkt, oder? Dass man direkt hops geht. Also. Deswegen baut man sich so eine Scheiße auch nicht ein. So. So viel Munition. Nachrichten. Schulden. Hatten wir. Gefahren der City. Sitzt dir ein Stalker am Nacken? Ein Killer, der es auf dich abgesehen hat? Wirft dir irgendein Freak komische Blicke und schlechte Vibes zu? Oder willst du deine persönliche Sicherheit einfach aufpolieren? Die Animals beschützen dich. Die Stärksten überleben. Das einzige Gesetz, das in der City zählt. Heure uns an und wir zeigen deinen Feinden, dass du uns ernst meinst. Wir beschützen dich, dein Haus, dein Büro, deinen Besitz. Wenn es sein muss, klopfen wir sogar für dich an die richtige Tür. Wow, was ist denn das für eine krasse Werbemail? Schuldner, Adam Allen, Ripper, hat medizinisches Zubehör weggegeben, muss ich erstmal vergessen, sonst hängt mein Schaum sich auf. Roger war ein Ladensitzer, auf Medikamente und medizinisches Zubehör, hat sein eigenes Netzwerk, muss ich schnell ausnutzen, bevor der Nachschub abreißt. James Spears, Typ aus dem Restaurant, sturer Bock, hab ein paar Hündchen geschickt, die ihm die Beine brechen sollen.
Lily Mills, Model, muss ihre Wohnung aufgeben, unbeeindruckt von den Drohungen an ihre Mutter. Sollte sie trotzdem umsetzen, damit alle wissen, unsere Agentur meint es ernst. Meine verehrten Schuldner, Blake Royal. Wir müssen den halt noch umballern, ne? Das haben wir uns schon durchgelesen. Ich will die Leute hier auch nicht mit doppelten Storys nerven oder langweilen. Wir gucken mal, ob wir uns hier noch irgendwo reinblöckern können. Nein. Ging irgendwo noch eine Treppe hoch, ne? Ging ja nicht von vorgestern, also eine Treppe ging da nicht hoch. Doch, hier ging die Treppe hoch. Aber hier oben ist sicherlich nichts. Lebt da noch einer? Ist das denn ernst? Wir haben nur noch 3 Kilo, bis wir überladen sind. Das ist nicht viel. Ich glaube, das ist eine Waffe. Eventuell. Wir brauchen also schleunigst irgendwas, wo wir harmlos werden können. Lass mich mal gucken. Ist jetzt doof. Ich hab den Auftrag noch gar nicht fertig gemacht. Jesus Christ. Da steht er hier draußen wahrscheinlich noch, ne? Ich bin zu langsam. Okay, Moment, das kriegen wir hin. Rucksack. Waffen. So viel Scheiß dabei, ne? Fallen lassen. Du musst halt den Pinsel erstmal umlegen. Aber wo ist er? Oh, fertig. Musst du noch raus aus dem Gebiet? Du hast es gelöst. Ich bin zufrieden, der Kunde auch. Gut so wie. Auftrag erledigt. Das war einfacher als gedacht und ich bin quasi schon an dem nächsten Vorteil öffnen. Ich bin schon an dem nächsten Missionsgebiet, ne? Sehe ich gerade. Irgendwas bräuchte ich auf Level 6. War das Konstitution, um irgendeine Waffe zu tragen? Ich glaube, ne? Machen wir einfach mal. Wurfland, leichte Maschinengewehre versuchen 3% mehr Schaden. Das macht 9%. Das ist jetzt nicht wirklich viel. Technische Fähigkeiten, Coolness. Tomahawk, Hidden Dragon, Passiv Crouching Tiger. Das Bewegungstempo 20%, wenn du schleichst. Hammer Stahl, Waffenrückstoß und 2,5 pro Stack Kampfmaschine. Also 5% weniger Waffenrückstoß. Sind halt alles nicht so die übelsten Werte, ne? Auch gesteckt nicht. Erhöht den Schaden mit Gewehren und Maschinenpistolen um 3%. Das sind auch wieder nur 9%. Handfeuerwaffen, Trefferschadenspistolen, Revolver 4%. Komm. Nicht genug Vorteilspunkte? Natürlich nicht. So, jetzt können wir nämlich das Ding tragen. Kritische Trefferchance für 10, Kopfschussschaden. Die macht 93, die macht 96.
Hä? Warum macht die 65? Gott. Was haben wir noch so Schönes hier aufgesammelt? 90? 96? Power-Schrotflinte. Die ist halt mega beschissen, ne? Aber wir gucken erstmal nach einem Pendant. Nehmen wir erstmal die. So, dann machen wir 96. Aufsätze. Haufen Shit hier drin, ne? Ich habe keinen Silencer für die Knarre, ne? Zumindest kein, also ich habe keine Mods halt. So, gucken wir mal nach der Shotgun. Die ist kaum zu schlagen. Was ist sie denn? 144, ja. Da stinkt die aber gar nicht dann dagegen an. Mal nach der Pistole, aber selbst das wird schwierig. Die macht 81, ne? 81 mit Charlie. 182, das kannst du vergessen. Das kannst du vergessen. Die machen zwar alle gerade ein bisschen mehr Schaden, aber die haben noch keine Waffenaufsätze drauf. Keine Chance, da kommt keine Waffe ran. Aber warum habe ich denn eigentlich dieses komische Visier hier drauf, wenn ich noch bessere habe? Warte mal. Welches ist jetzt. Welches ist denn jetzt hier oben? Ist gar nicht so schlecht. Warum ist denn das jetzt anders? Aber hier, Weaken ist drauf. Wenn das hier trifft, verringert sich die Treffsicherheit mit Schusswaffen 10 Sekunden lang um 10%. Mach den Schaden deiner Waffe nicht tödlich, sodass du Gegner verletzen kannst, ohne sie dabei umzubringen. Erhöht den Schaden um 6. Nein. Zerstöre die Mod automatisch? Kann sie aber einfach fallen lassen, oder? Nee, kann ich nicht. Die ist fest installiert, wa? Sehr doof. That's nasty. Anderen Schalter einfach mal drauf machen. Wie sieht's denn aus mit den Verbrauchsgütern? Ich knall mir einfach was zu essen rein. Holy Jesus. Das gefällt dem Papa. Einfach mal ein 100-Schuss-Magazin. Nichtsdestotrotz müsste ich mal schnell in eine. Ist das hier einmal hier rüber, ne? Das ist eigentlich nicht so weit. Hilft halt nichts. Hilft nichts. Sind nur 40 Meter. So, jetzt geht's los. Wir verkaufen mal nur den grünen Scheiß, ne? Dann das. Erstmal das, was wir definitiv nicht spielen. Das. Sniper. Nehmen wir uns mal auf. So viel Scheiß, es ist nicht vorstellbar. So, Pistole. So, die habe ich ausgerüstet.
Die zerlegen wir. So, jetzt hier. Copperhead. 205. Mindestlevel 22. Wie lange soll ich denn das mit mir rumschleppen, bitte? Mindestlevel 9. Ich bin jetzt 7.